erstmal die Vorbereitung. Also willkommen zum Kochen, Skiurlaub, Männerküche Teil 1. Wir haben fertig Nudeln, fertig Salat, fertig Soße und fertig Fleisch und fertig Bier. Und das alles kommt dann zusammen und ich zeige euch jetzt. Salat, Fleisch schneiden. In das Ding. Hier dieses Weiße wegkommt, weil das hat so Bitterstoffe drin. Das muss weg. Ja? Das muss man da wegschneiden. Ganz, ganz wichtig bei der Geschichte ist, nicht in den Finger schneiden. Das Besondere am Kochen im Skiurlaub ist, dass man in total sexy Skiunterwäsche dann dasteht. Ganz wichtig bei einem Salat im Skiurlaub ist, dass immer was mit dabei ist, was den man spitz macht. Radieschen, Meerrettich, so ist die Richtung. Das nennt man dann abends die Hüttengaudi. Salatkrönung. Das Wichtige dabei ist einfach, dass man das wirklich ganz genau nach Anweisung macht. Das heißt, wir brauchen hier Öl. Nein, das ist Glühwein. Da, Öl. Und das Wichtige ist einfach bei der ganzen Geschichte, dass der Salat genügend Zeit hat, um die ganzen Geschmacksverstärker in sich aufzunehmen und dann eben richtig gut schmecken zu lassen. Eins, zwei, drei. Und das Ganze. Das ist immer der Scheißpart hier, weil das Wasser immer so aus dem Löffel raus gleich wieder katapultiert. Und man hat dann eigentlich gar nicht die richtige Wassermenge im Löffel. Das täuscht dann oft. Dann gibt es einen zu sehr öligen Salat. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass sich der Löffel wirklich gut mit dem Wasser füllt. Auch noch wichtig, richtig wirklich die Zeit investieren, um das gut anzurühren, dass dann nichts von Geschmackverstärkern verloren geht, wenn es so abpackt. Und einfach mit Gefühl über den Salat dosieren. So. Ein bisschen umrühren. Teil 2 unserer Kochvorbereitung. Ein Topf für die Nudeln. Füllen wir Wasser rein. Und lassen das schon mal ein bisschen warm werden. Das dauert einen Moment. Ist für die Carbonara-Soße. Und das ist die Pfanne für unser Fleisch. Ganz wichtig in die Pfanne rein. Die Zutaten schon mal abschmecken. Ja. Gut. Große Herausforderung mit den zur Verfügung stehenden Werkzeugen. Packungen aufzukriegen. Ja, das geht diesmal sogar ganz gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil diese Schere ist einfach nur stumpf. Wir wählen uns den Kochlöffel des Abends. Man beachte, wir haben hier in dem Haushalt nur wenig Salz, kein Pfeffer oder irgendein anderes Gewürz. Ist aber egal, weil die Leute meistens eh abends hungrig sind und einfach das Essen, was auf den Tisch kommt. Wichtig, die richtigen Zutaten für die Speisen auszuwählen. Und man kann hier natürlich versuchen, exklusiv zu sein und sowas zu kaufen hier. Dorfmühle. Das ist aber einfach viel zu aufgetagelt. Nein, das ist das Beste. Das ist die beste Nudel. Die stellen wir uns bereit. Wir werfen aber erstmal die Pfanne an, machen die heiß. Ein bisschen Öl, nicht zu viel. Und bereiten uns das Fleisch vor. Totenstarre abwaschen.
vier Personen sind, aber nur zwei Fleischstücke haben, halbieren wir die einfach. Und dann haben wir vier Fleischstücke. Die Pfanne ist heiß. Fleisch rein. Was wir gelernt haben, Fleisch immer nur einmal wenden. Jetzt haben wir die Soße warm. Mit dem. So auf. Ein bisschen. Und wir bringen das Nudelwasser zum Kochen, was wir vorher schon ein bisschen heiß gemacht haben. Jetzt das Fleisch gut durch ist, nehmen wir ein bisschen Hitze zurück und machen unsere Würze dran und löschen das jetzt da. Mit unserer Würzmischung ab. Und lassen das noch ein bisschen köcheln. Und zwar genau so lange, wie unsere Nudeln brauchen werden. Ist Papier. Papier kommt in die Tüte. Papier kommt in die Tüte. Das ungewohnte Müllabsorgungssystem könnte noch eine Herausforderung darstellen. So, mal den Kochlöffel des Abends, streichen ihn kurz ab. Und wir machen die Nudeln locker. Die müssen sich richtig schön entspannen in ihrem Wasser. Ein bisschen von dem wenigen Salz, was wir haben, könnte nicht schaden. Am besten dass den Salzstreuer nicht direkt über dem Wasser, sonst geht er ganz zu. Du hast schon gesehen, dass da noch eine ganze Packung Salz ist. Oder? Nee, habe ich nicht gesehen. Haben Sie sich das mal anschaut? Nudeln fangen langsam aufzukochen. Die Soße wird langsam sämig. Sehr gut. Und zwar Fleisch. Brodelt schön in seiner Gewürzsoße. Sehr beliebt, kommt immer gut an bei den Gästen. Die Reste der Gewürzmischung können wir einer naturellen Entsorgung zuführen. Anfällt, dann gibt es einen Trick, und zwar wenn man nicht weiß genau, welche Temperatur man einstellen soll, dann dreht man die Temperatur einfach so quasi auf Null runter und wartet, bis es aufhört zum Kochen. Und dann dreht man die Temperatur so lange hoch, bis man merkt an dem Klick, dass die Platte sich wieder dazu schaltet, und das ist dann die optimale Temperatur für den Topf, der ist gerade so am Kochen zu halten. Die Bagage bedeckt und bereiten uns jetzt langsam mental darauf vor, dass das Essen gleich fertig sein könnte. Wir haben übrigens kleine Kinder im Haus, aber das macht gar nichts mit dem Bier, die mögen das. Denn schließlich sind wir hier in Bayern. Dafür nehmen, wenn man gerade den letzten Rest der verfügbaren Butter aufbrauchen möchte. Wir kippen die Nudeln zurück, möglichst wenig daneben, und wir haben eh zu viel
Setzt ihr euch hin? Nein. Steak in Biersoße rein. Ende. Schaut aus wie Schwein hier. Und wie schmeckt's? Gut.